Geh mal weg mit deinen fettigen Haaren. Du Schatz, hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wo der Schaum herkommt? Keine Ahnung. Das ist Edward. Edward macht eine Ausbildung zum Chemikanten hier bei Chimmer und Schwarz in Lahnstein. Gerade liefert er im Produktionsbetrieb Rohstoffe an, um damit in den Reaktoren einen Hauptbestandteil von Shampoo herzustellen. Chemikanten geben die einzelnen chemischen Bestandteile zum Mischen in einen großen Kessel und halten sich dabei an eine Art Kochrezept. Aha, der Chemikant ist also so etwas wie ein Koch, der zusammenschüttet und verrührt, was ihm so in die Finger gerät, es dann testet und dabei immer etwas Neues kreiert. Aber Moment mal. Nein, Edward, so läuft das bei uns nicht ab. Du musst dich exakt an die Verfahrensanweisung halten. Außerdem überwachst und steuerst du den Produktionsablauf. Nachdem die Rohstoffe ordentlich durchgemischt wurden, ziehst du eine Probe, um zu kontrollieren, ob das Produkt den gewünschten Anforderungen entspricht. Bei der Analyse werden verschiedene Werte ermittelt, die die Beschaffenheit des Produkts darstellen. Hier ist Edward zum Beispiel gerade dabei, den pH-Wert unseres Produkts zu messen. Sehr gut, Edward! Wenn alle Werte den Vorgaben entsprechen, darf unser Produkt abgefüllt werden. Und Schatz, was sagst du zu meinen frisch gewaschenen Haaren? Jetzt sind deine Haare wieder schön sauber. Jetzt stimmt die Chemie wieder.